Einen wunderschönen guten Morgen wünscht euch Mr. Eos. Das ist kein R mehr. So, ja, ich bin euer Mr. Eos und ich habe für euch jetzt die nächste von den neuen drei Energy Drinks von Monte, genau. Gunnergy, genau. The Vibe, White Peach. Ich werde mich nicht auf irgendwelche anderen YouTuber oder ähnliches nicht herablassen. Ja, das war dumm. Nicht geschmacksmäßig, ihr wisst schon, beeinflussen lassen. Und das bedeutet, ja, sie sagen, er ist sehr intensiv. Aber nein, ich werde es für mich selbst entscheiden, wie dieser nun ist. Das ist immer die Aufmachung hier. Der hat auch die eine ähnliche Farbe, aber man sieht doch einen Unterschied wie die andere Dose. Wie immer hier steht, limitierte Auflage. Aber das kann man ja auch überall draufschreiben. Ja, ich bin limitiert. Gut. Werden wir den jetzt testen? Ganz kritisch, EOS kritisch, ja. Erstmal drauf hören, wie es klingt. Ja, ein bisschen anders als andere Dosen. Vielleicht. Ja, ich denke, er ist relativ intensiv, aber man riecht das Light auch ein bisschen. Man riecht den Pfirsich, ja. Er ist ein bisschen süßlich gehalten. Pfirsich ist da, aber nicht so intensiv, wie es alle beschreiben. Entweder ist meine Nase und mein Geschmackssinn nicht mehr das, was er mal war, oder... Ja, ich kenne eure Kommentare und Gedanken jetzt, ja. Im Verlauf meiner Videos hat sich das schon mehrmals bestätigt, dass ich relativ immun bin gegen Geschmäcker. Nee, war nur Spaß. Genau, Geruch ist... Ja, ist nicht so intensiv, wie es viele sagen. Ja. Er ist da, riecht nach Pfirsich. Ich habe mir auch die Nasenhaare getrimmt, also keine Sorge. Jetzt kosten wir. Auf einen schönen Tag. Ja, der Leitgeschmack ist deutlich da, aber nicht so wie bei dem Vorgänger, der Limone. Es ist auf jeden Fall ein Pfirsichgeschmack da, der ist so präsent, aber nur so für mich 45%. Der Rest ist relativ light. Ist übrigens eiskalt. Ja, man schmeckt den Pfirsich schon, aber ich muss trotzdem sagen, ist eine Mischung aus Light und Pfirsich, aber hier kommt der Pfirsich ein bisschen mehr rüber. Bei den Zitrusgetränken war es auf jeden Fall sehr viel Light und Wassergeschmack. Und hier? Für ein zuckerfreies Getränk auf jeden Fall mal was anderes. Und gesagt, Junge, ich weiß auch nicht, was ich gerade laber. Ich bin halt der süße Fan. Ich mag süße Energy Drinks. Ist so, fertig, Fakt, aus, Punkt, ungesund, egal. Ist nun mal so, ich mag die Süßen. Und das ist halt Leitprodukt. Und ich versuche das zu umschreiben. Nicht, dass ich nicht trinke. Aber ja, ich muss das irgendwie. Er ist präsent, aber. Ach, wie soll ich sagen? Um nicht in Teufels Küche zu kommen. Er ist präsent, aber irgendwie auch nicht. Ja, gut, jetzt. Es ist. Bekommt 7,4 Punkte. Das
ist nicht so intensiv wie die meisten Sorgen für mich. Ist eine Präsenz von Pfirsich dort, definitiv. Nur halt, ja, gewässert. Und was soll ich zu seinem Leitprodukt sagen? Ich bin kein direkter Fan von Leitprodukten, aber ist auf jeden Fall erfrischend. Ist präsent. Für die viel meisten nicht zu so süß, die trotzdem auf den Leitgeschmack stehen. Das ist das Perfekte für euch. Die den Leitgeschmack nicht so mögen, vielleicht eher nicht, aber man könnte es trotzdem mal probieren, würde ich euch empfehlen. Und da ich das letzte Mal schon angefangen habe mit dem Rülpsen, machen wir einen Rülps heute nochmal, einen Rülpstest. Vielleicht kommt heute ein besserer raus. Der war gut. Den hätte ich gerne ins Mikrofon bei dem bei der Dezibelmessung da beim Monte Event gern mal rausgehauen. Der war, glaube ich, jetzt auch mein bester. Ich habe bei der ersten Energy Dose von Gönnergy den Citrus auch schon gerülpst. Da kam, glaube ich, noch nicht sein guter. Ich würde meinen Rülps auf 8 EOS-Punkte Was ist denn heute los, Junge? Das ist alles nur Spaß. Auf 8 EOS-Punkte bewerten. Den Energy Drink, der kriegt 7,4 EOS-Punkte. Ist eine konstante Leistung für einen nicht so süßen zuckerfreien halt. Und ja. Man kann ihn trinken. Für auf jeden Fall eine sehr, sehr große Breite der Energy-Drink-Fans und die so ein bisschen das Light mitnehmen und ein wenig Zucker. Auf jeden Fall was. Da würde ich dann nur einen Daumen hoch geben für euch. An die Zuckermenschen, ich bin so ein Mittelding, ja, ich trinke das auch mal mit, aber ich bin so 75 bis 80% Zuckermensch. Und an die wirklichen Zuckermenschen, die wirst du nicht überzeugen können. Die sind halt straight und das kann ich auch verstehen. Wie die Light Gang, ja, die ist natürlich auch straight. Es geht alles in verschiedene Richtungen. Ich bin irgendwo in der Mitte Richtung Zucker, ich bin der Mittelzucker. So. Ich gehe nicht in die Light Gang, nur wenn ich mal was teste oder so. Die Light Gang überlasse ich anderen. Ich bin da. Ja, genau. Ich bin Zuckergang. Jetzt könnt ihr in die Kommentare mal schreiben, seid ihr in der Light Gang oder der Zuckergang? Welche Gang ist härter? Gut, lassen wir das Thema. Ich bin raus. Bis zum nächsten Energy. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Guten Morgen.